Und da sind wir auch wieder zurück mit Let's Play Banjo-Kazooie. Immer noch auf der Rusty Bucket Bay verblieben und können das voraussichtlich in diesem Part sogar abschließen. Vorausgesetzt, ich lasse mich nicht von diesem Schwimmrettungsring töten. Weil ich habe gerade nicht gesehen. Aber als erstes wird mir jetzt hier mal den Schornstein hochklettern, denn dort oben müsste so viel ich weiß auch ein Puzzleteil sein. Und dann werden wir mal das Fenster untersuchen, was wir noch im letzten Part gesehen haben, aber keine Zeit mehr hatten, es zu untersuchen. So, und hier auf dem haben wir Mumbo-Schädel und wegen dem Mumbo-Schädel habe ich jetzt auch nachgesehen. Ja, ich habe mich richtig erinnert, ich habe jetzt in dem letzten Part 12 eingesammelt und das ist jetzt der 13. Das heißt, es wären nur noch zwei Mumbo-Schädeln. Ich kann das auch ein bisschen besser nachrechnen, wenn ich jetzt einfach mal alle zusammenrechne und dann die abziehe, die ich schon abgegeben habe für die Verwandlung. Also so kam ich auch schnell zum Ergebnis. Wären ja nur noch zwei Puzzleteile. Eins durch die Gingers und dann noch ein weiteres. Aber erstmal werden wir uns dieses Fenster mal näher in Betracht ziehen. Was wahrscheinlich die Mannschaftsquartiere sind oder die von den Passagieren. Aber ich nehme jetzt mal an, dass es eher die Quartiere von den Crewmitgliedern sind. Und dann noch ein kleines Easter Egg. Muss das jetzt nur erstmal finden. Also hier ist auf jeden Fall ein Mumbo-Schädel versteckt. Das ist jetzt die Nummer 14. Dann wäre nur noch eine einzige. Ist also die Frage, ob es noch in einem der Betten ist oder nicht. Ja, was seht ihr da? Das Bild eines Eichhörnchen-Damen. Das soll nämlich laut Gerüchten Barry sein aus Conker's Bad Fur Day zum Beispiel. Oder sagt mir mal eher so die Freundin von Conker, dem Eichhörnchen. Von dem Spielgenre könnte ich dann auch mal ein Projekt bringen. Ich habe ja noch zum Beispiel auf der N64 Bad Fur Day, was noch witzig ist, aber das müsste ich dann halt unter einer Altersbeschränkung legen, weil das nicht gerade für Kinder geeignet ist. Also wenn ihr Lust habt, könnte ich das gerne einmal bringen. Und zwar natürlich die N64-Variante und nicht die Xbox. Einerseits kann ich die Xbox-Variante nicht zeigen und zweitens ist die N64-Version um einiges besser. So, und das ist jetzt auch der letzte Mumbo-Schädel von Rusty Bucket Bay. Dann haben wir jetzt alle 15 von hier. Dann fehlen jetzt nur noch 3 Noten. Dann muss ich jetzt noch überlegen, wo die genau sind. Wobei, ich weiß, wo sie sind. Ich weiß es jetzt. Ach ja, und zum Hexenschalter hier. Der ist nämlich ein bisschen sehr fies hier. Und zwar ist der nämlich dort hinten. Und man muss jetzt von hier so weit abspringen und dann suchen, dann drauf zu landen. Und vor allem auch nicht zu spät zu flattern. Das ist sozusagen eine Millimeterarbeit. Aber das ist machbar. Es hat nur sehr schwierig daran zu kommen. Hoffentlich kriege ich das jetzt dann gleich hin. Seht ihr, da ist praktischerweise nur ein Pixelplatz, um dort noch zu landen. Oder sagt man ein paar weitere Pixel mehr. Und das erscheint dann das Overworld-Puzzleteil in der Nähe zum Durchgang, die uns dann zur nächsten Welt bringen könnte. So, dann haben wir jetzt noch die letzten zwei Puzzleteile und die 3 Noten. Da müssen wir jetzt erst einmal hier zum Kran rüber. Dann haben wir einmal hier unten die 3 letzten Noten. Und hier ein weiterer Schalter, der jetzt bei der Kiste hier vorne ist, die vorne mit TNT ist. Und damit haben wir jetzt gerade sozusagen das Frachttor zerstört. So, damit jetzt nicht gerade so ist, dass ich, was ich jetzt doch runterfahren würde,
werde ich jetzt hier mal Plattform erscheinen lassen. Also sollte ich jetzt doch am Ende noch runterfahren und dann auf der anderen Seite ist noch ein weiteres, was aber diesmal 8 benötigt. Vorausgesetzt, ich treffe es mal. Und ich muss bei mir ein bisschen den Sound runterdrehen auf dem Headset, weil das mir doch ein bisschen zu laut. So, und am anderen Ende wartet nämlich noch der orangene Chicho. Mit dem neunten Puzzleteil und das letzte könnt ihr euch erahnen, wo es genau ist. Ja, es ist wieder innerhalb des Schiffes. So, die Honigwappen brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Jetzt haben wir mal es einfach zu bekommen. Gibt zwar verschiedene Wege und Methoden. Und zu dem letzten Puzzleteil, es gibt sogar einen Glitch, mit dem man das Puzzleteil holen kann, ohne dass man den Gegner besiegen muss, der es bewacht. Ich weiß nur nicht genau, wie der genau funktioniert. Und selbst wenn ich es wüsste, ich würde dann doch lieber die normale Variante, indem wir dies hier besiegen. Wer wagt es, mich zu stören? Vergehen wird euch sehen und hören. Das Puzzleteil ist gut versteckt, darum wird es nie entdeckt. Und sozusagen mit der Pickparade ist die beste Möglichkeit, die für sich. Noch eine bessere Möglichkeit ist, wenn man es mit den Goldfedern macht, aber das wäre dann auch wieder zu easy. Und müssen es jetzt noch so weit detaillieren, bis sie zu Kleinkisten werden. Man kann es auch mit den Eiern machen, aber das verbraucht nur viel Munition. Da ist die Pickparade schon um einiges besser. So, und eliminiert. Ah, ihr habt mich gespalten. Nun sollt ihr das Puzzleteil doch erhalten. So. Damit haben wir jetzt auch alle Puzzleteile aus dieser Welt. Dann schauen wir nochmal in die Statistik. Also 39 Bomberschädel. Wir haben mit 24 angefangen. Das heißt, wir haben noch alle Bomberschädel aus Rusty Bucket Bay. Dann 100 von 100 Noten. 10 von 10 Puzzleteile. 2 von 2 Leronic-Waben und ja, wir sind fertig in dieser Welt. Sozusagen mit der schwierigsten. Ich weiß jetzt nicht, wie die letzte Welt an der Schwierigkeitsgrad ist. Die ist zwar auch nicht gerade sehr einfach, aber ich befinde auf jeden Fall, dass diese Welt schwieriger ist als die letzte Welt. Zumindest gehe ich mal stark davon aus. So. Auf jeden Fall das erledigt. Dann fehlt ja nur noch eine. Wir kennen sie schon. Beziehungsweise wir haben das Puzzlebild schon mal gesehen, aber konnten es nicht vervollständigen. Aber jetzt zuallererst mal dieses Puzzleteil hier. So, da haben wir jetzt auch in der Overworld 9 von 10. Und hier oben ist die Notentür, die 640 Noten benötigt, um sie zu aktivieren. Beziehungsweise um das Siegel zu lösen. Und in dem Durchgang haben wir es auch mit einigen Whiplash zu bekämpfen, aber die kann man mit Eier abschießen, glaube ich. Ja, die kann man mit Eier abschießen. Oder wer es gerne besser haben möchte, der läuft einfach durch. Mit den Goldfäden. Geht jetzt auch für mich schneller. Ja, und wir sind jetzt auch da in der Nähe. Die Minions werden auch immer wieder stärker. Und da ist nochmal Brentilda. Aber bevor wir uns um die kümmern, werden wir noch eine Abkürzung freilegen. Das hat noch immer auch einen bestimmten Grund, weil es
Puzzlebild und die Welt sind halt sehr weit voneinander getrennt und das ist dann mit diesem Warp-Kessel leichter erreichbar. Aber es wird Zeit, dass wir jetzt noch die Brindilda aufsuchen. Wir wollen ja schließlich noch mehr ihre Geheimnisse erraten, die werden wir immer noch brauchen. Grantildas liebstes Hobby ist, ihre Pickel auszudrücken. Okay, dann hat sie wirklich nicht viele Hobbys. Ein armer Kerl namens Will Hearn war ihr erster und einziger Liebhaber. Wahrscheinlich ein Zombie. Weil Will Hearn, das ist ein typischer Zombie-Name. Vor vielen Jahren hatte Grantilda eine dreiköpfige Fledermaus als Haustier. Danke für die Info, danke sehr. Ach ja, und oben bei der Welteingang ist hinten dran eine versteckte Sprungplatte. Mit der wir hier hochkommen, um das Extra-Leben zu holen. Und der letzte Bomberschädel wird auch nicht sehr weit voneinander entfernt sein. Denn ich weiß, wo der ist, von dieser Welt. Overworld Air. Dort hinten ist nochmal eine Notentür und da braucht man 765, um durchzukehren. So, und für den Mumba-Schädel müssen wir jetzt diesen Durchgang hier durch, auf da kommt man wieder zurück. Und hier oben ist der Mumba-Schädel. Dort oben glaubt man, dass sein noch etwas, aber da ist nichts. Am Ende mal denken können, da könnte wirklich etwas sein. So. Dann haben wir jetzt auch im Grundteil das Reich aller Mumba-Schädel, dann fehlen ja nur noch die 25. Und in der letzten Welt gibt es dann auch die letzte Verwandlung, die dann 25 benötigen. Also müssen wir dann am Ende so viele Mumba-Schädel übrig bleiben, wie wir jetzt gerade hatten, und zwar nämlich 40 Stück. Und die Goldfäden müssen wir auf jeden Fall auch noch sparen, die werden wir dann früher oder später auch noch brauchen. Und zu der letzten Welt ist sozusagen auch eine meiner Lieblingswelten. Aber hat auch Schwieriges. Und um das Puzzle-Schalter zu freizuschalten, muss man diesen Schalter betätigen. So, damit können wir jetzt auch dieses Puzzle-Pilz lösen von Click Clockwood der letzten Welt. Was wohl aus Gründen stammt, damit die Spieler nicht aussehen, dort Puzzleteile reinstecken und dann das mit dem Dingens vergessen, dass man die auch wieder rausnehmen könnte. Also hat man wahrscheinlich dazu entschieden, dort einfach einen Schalter noch zu platzieren. Und ihr seht jetzt dann auch gleich, wieso Click Clock Wood auch in der Top der beliebtesten Welten in meiner Liste gehört. Ist einfach einzigartig. Und ich glaube, von dem Brindilda habe ich, glaube ich, auch jetzt alle erwischt. Ich muss halt nur merken, was die Geheimnisse wieder waren. Und teilweise weiß ich sie noch. Aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall alles klappt. Für was ihr die Geheimnisse braucht, das werdet ihr dann früher oder später sowieso sehen. Denn dort werde ich mir sogar noch eine Challenge auferlegen dann. Beziehungsweise ich werde dann nur einen Versuch starten. Sollte ich dann scheitern, werde ich dann halt den schnelleren Weg nehmen. So. Und für dieses Puzzlebild brauchen wir jetzt 15 von 16 Puzzleteilen, um diese Welt zu erschaffen. Sie mag zwar nicht groß sein, aber sie hat ein schönes Thema. Etwas, was wir auf jeden Fall durchgehen könnten heute. Denn ich werde auch noch eine Umfrage dazu starten, Best Draw Paul. Den Link dazu findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Denn ich möchte mal wissen, nämlich, das kann ich jetzt auch schon verraten, denn wir werden dann mit den Jahreszeiten zu tun kriegen. Eine Welt, vier Jahreszeiten. Sagen wir mal so, wir haben dieselbe Welt, einfach in vier verschiedenen Versionen. Und das Witzige ist, dort gibt es 25 Bomberschädeln.
Also, die Bomberschäden für die Verwandlungen, die sind das geringste Übel. Man hat ja 40 sozusagen als Pause frei. Und es ist auch nicht einfach, dort alles zu finden. Man muss eben merken, wo die zum Beispiel sind. Und so als Blindspiel ist das nicht gerade einfach. So, dann haben wir einmal die Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Also eine Welt in vier verschiedenen Formen. Und wir beginnen natürlich mit dem Frühling, das gerade um die Zeit noch wirkt. Wobei, wenn der Part oben ist, haben wir wahrscheinlich Sommer. Also, unten in der unten in der Videobeschreibung, der Link zu dem Strawpoll. Welche der vier Jahreszeiten mögt ihr am liebsten? Den Frühling, den Sommer, den Herbst oder der Winter? Und zwar meine ich im Real Life, nicht jetzt in diesem Spiel. Denn meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Dicht gefolgt vom Sommer. Da gefällt mir nur die Hitze nicht und vor allem beim Keanu sowieso. Und für diese Stadtpiranha-pflanzenähnliche Dinger hat man zwei Möglichkeiten, an den Inhalt ranzukommen. Entweder man nutzt die goldenen Federn oder wir nutzen die Verwandlung. Das Problem ist halt nur bei der Verwandlung, man hat sie nur im Frühling zur Verfügung. Und ich glaube, ich muss gleich husten. Gut, dass ich eine Mute-Taste habe. Ach ja, und zum Frühling kann ich dann auch noch einen kleinen Glitch zeigen. Und so hat es eben mit einem Bekannten zu tun, den wir schon mal in einem anderen Spiel kennengelernt hatten. Und so an diesen Knoti. Der hat ein Problem. Jemand muss den Felsblock entfernen. Knoti kommt nicht in seinen Bau hinein. So ein Ärger, aber auch. Und um den Glitch zu zeigen, damit ich nicht gerade den späteren Spielverlauf auch noch zerstöre, werde ich das jetzt per Safe State lösen. Und das sind die Gegner der Welt. Vogelviecher, die einfach hier wohnen. In dem Baum. So, ein kurzer Safe State, denn es sitzt so. Ich werde dann den Safe State wieder laden. Jetzt müssen wir erstmal rauszoomen und müssen jetzt erstmal schauen, wo der Bau genau ist. Und dann eben ein Ei nach hinten abfeuern und hoffen, dass wir den Bau treffen. Das ist halt schwierig. Okay, wo ist der Bau genau? Also es ist hier. Es geht, ich weiß es. Wenn ich es nicht gleich hinkriege, dann schneide ich das kurz rein. Und ich hab's hingekriegt. Es ist zwar irgendwas noch erschienen, so Art an Cutscene. Aber das nur, weil es eben so gedacht ist, dass das nicht geht. Denn ich kann es jetzt noch mal zeigen. Wir können jetzt mal dort reinschwimmen. Denn hier ist nichts programmiert. Wir sind jetzt sozusagen im Innern des Baumes und würden sterben, wenn wir hier durchfallen. Beziehungsweise würden aus dem Level katapultiert. So, und das ist auf jeden Fall der Bug. Und es hat jetzt ein paar Anläufe gebraucht, den zu reproduzieren. Aber jetzt kommen wir wieder zurück und machen jetzt das Level legal weiter. Weil ich glaube, das hätte auch einen Effekt am Sommer. Und da würde mir die eine Katze nicht sehen. Und ihr kennt ja mich, ich möchte ja schon gerne die Katze drin haben. Das auf jeden Fall.
So, und hier unten haben wir jetzt auch noch etwas zu erledigen. Denn hier können wir noch etwas einpflanzen. Mit den magischen Eiern. So, und mit 5 Eiern sprießt jetzt dort eine wunderschöne Blume hervor. Aber es ist noch nicht ganz fertig, also das heißt, es braucht immer noch ein bisschen Zuneigung. So, dann holen wir jetzt diesen Mumbo-Schädel auch, das wäre jetzt der zweite. Dann geht's jetzt weiter. Hoffentlich funktioniert alles noch. Weil ich glaube, in der Frühlingsversion gibt es, so viel ich weiß, wenn man jetzt die da draußen mitzählt, 20. Aber ich bin mir dann nicht 100% sicher. Vielleicht gibt es sogar mehr Noten. Aber bevor wir die Verwandlung abholen, werden wir zuerst mal den Baum hochklettern. Weil die Verwandlung kommt bei mir immer eigentlich als letztes. So, da sind doch noch 3 weitere Noten und das könnten wirklich die letzten sein. Also sind... Ach ja, und hier könnte man eine Goldfeder bekommen und würde dann gleich auch eine Goldfeder dafür abgeben. Aber das machen wir dann mit der Verwandlung. Wer mutig ist, der kann zum Beispiel jetzt auch, wenn die Blätter noch klein sind, versuchen dort hoch zu gelangen. Aber ich werde doch lieber die einfachere Methode zeigen und da warten wir einfach, bis die Blätter größer sind. So, dann erstmal den Baum hoch und da hätten wir nochmal eine. Und hier hätten wir einen Mumbo-Schädel. Das ist jetzt der dritte in der Welt. Ich weiß nicht, wie viele in welchen Versionen sind. Ich hoffe nur, dass ich alle finden werde. So, jetzt müssen wir das halt wieder per Zusammenschnitt erledigen. Auf Notfallbasis. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich wahrscheinlich alle 25 finden werde. So, das extra Leben nehmen wir natürlich auch noch mit. Und hier ist auf jeden Fall das Runterfallpotenzial auch recht groß. Also auf jeden Fall aufpassen. Man fällt hier schneller runter, als es einem lieb ist. So, der nächste Mumbo-Schädel gehört jetzt uns. Das ist jetzt der vierte. Und den Frühling möchte ich jetzt noch machen, aber den Sommer werden wir wahrscheinlich in den nächsten Part verschieben. Dann könnten wir wahrscheinlich im nächsten Part vielleicht sogar die Welt sogar abschließen. Das ist mal grob geschätzt. So, und hier hinten beim Baumhaus ist nämlich auch noch ein Mumbo-Schädel. Auf jeden Fall wird das mal ein Baumhaus werden. Denn das ist jetzt momentan einfach noch nicht fertig gebaut. Jetzt eine andere Frage, habt ihr schon mal Baumhäuser gebaut bei euch? Ich noch nie. Das hat einfach den Grund, erstens habe ich Höhenangst und zweitens dürfen wir bei uns keine bauen. Das wurde, glaube ich, damals von... ja, von unserem Hauswart mal nicht geduldet. Na gut, das sagen wir mal so, er hat es nicht gerne gesehen. Ich glaube, da unten ist ein Puzzleteil. Das kann man, glaube ich, schon in der Jahreszeit holen. Oder zumindest... ich schaue dann mal gleich mit der Verwandlung mal nach. So, und hier haben wir nochmal ein Haus. Und ein weiterer Schalter, der uns jetzt den Sommerteil des... des Welt... der, dieser Welt eröffnet. Sonst könnte man jederzeit den Sommer besuchen. Den heißesten Jahreszeiten des Jahres. Was auch gerade dazu beeinträgt, dass ich einige Projekte nicht machen kann, wie zum Beispiel in Breath of the Wild. Aber das hat jetzt ja auch seinen Ersatz gefunden, denn es wird durch so lange bis Keanu dann wieder mal zu aufnehmen kommt und vielleicht das Projekt schon komplett aufgenommen hat. Bis dahin wird jetzt The Wind Waker HD
Absolut hinteicheln. Ich werde noch ein wenig weiter futtern. Also für den Dauer wird auf jeden Fall The Legend of Zelda Wind Waker HD mal laufen. Je nachdem, ob ich noch ein weiteres Projekt mache, kommt noch ein weiteres. Ansonsten wird es mal bei einem bleiben. Kommt dann darauf an, wann ich dann wieder mit Keanu aufnehmen kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht vor September sein. Und ich kann nicht garantieren, dass ich dann auch noch eine Let's Play Pause einlege, weil bei der letzten Aufnahmesession von The Wind Waker HD hatte ich auch schon einen Schweißausbruch. Dann diesem Ei ist auch noch ein Vogel. Piep, ich bin Eiri. Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Baby ist müde. Ja, und haben wir dann auch einiges zu tun. Vor allem dann im Sommer und im Herbst. Ihr wisst ja, wie die Erziehung von Vögeln ist. Alter, ich glaube, der Kameramann hat heute gerade einen schlechten Tag, kann das sein? Ich möchte hoch. Danke. Dann ist noch ein Ginge, aber den holen wir dann später. Es geht nur darum, dass ich diese Tür zertrümmern kann. Denn hier müsste, soviel ich weiß, nämlich ein Puzzleteil versteckt sein. Da einmal diese Whiplash ausschalten und vielleicht sogar Mombo-Schädel. Also das Puzzleteil ist hier. Ob noch Mombo-Schädel hier ist, kann ich nicht sagen. Da müssen wir halt mal nachschauen. Ausgesetzt, Benjo fährt nicht immer wieder. Ja, da oben ist noch ein extra Leben, aber dazu müssen wir von hier aus irgendwie hoch. Ja, das ist wahrscheinlich doch nur extra Leben. So. Damit haben wir das auf jeden Fall erledigt. Jetzt können wir auch die Verwandlung abbauen. Und es gibt wirklich im Frühling Teil 20. Jetzt will ich nur schauen. Ist das Wasser gerade über mir? Ja. Ich möchte ein bisschen abkürzen. Und an dieser Stelle leckt es immer. Ich weiß nicht wieso. Da zu viel los. Aber dann holen wir jetzt auf jeden Fall die Verwandlung ab. Und wird doch überraschen, was fein ist. So, dann lassen wir es mal wieder. Dann werde ich mir nur schauen, ob oberhalb vom Mombo-Schädel noch irgendwas ist. Und nein, das ist es nicht. Und hinten dran auch nicht. Und wie schon gesagt, man braucht hier 25 Mombo-Schädeln. Und am Ende gehen wir mit so viel raus, wie wir reingekommen sind. Mit 40. So, da sind nur Eier. Und dann holen wir die Verwandlung ab. In eine Biene. Mombo macht gut Zauber. Biene, bester Zauber seit langer Zeit. Ja, und das Biene kommt jetzt auch an die... an den einen Ginger ran und auch an zum Beispiel die goldene Feder, denn diese Schnapppflanzen werden nicht angreifen, solange wir eine Biene sind. Aber es ist auch irgendwie klar, denn... wer Bienen halt aggressiv haut, oder beziehungsweise sie aggressiv macht, der muss halt damit leben, dass er dann gestochen wird. Nur bei mir ist es immer der Fall, die stechen auch dann, wenn sie Bock haben. Zumindest ist es in letzter Zeit das immer passiert bei mir.
So, dann gehen wir jetzt einmal noch zu diesem Nest. Ach, mit B kann man ein bisschen schneller fliegen. So, und hier kommen wir ins Nest rein. Hallo, dicke Biene, wir Subas bewachen Grundildas Goldschatz. Man hat uns erzählt, dass da draußen irgendwo ein gefressiger Honigbär herumläuft. Und wir sind hier nur reingekommen wegen dem Chincho. Und um dieses Puzzleteil uns anzusehen, was wir aber zurzeit nicht holen können. Denn Grundilda hat sozusagen die Subas dazu angesetzt, es zu bewachen zu lassen. Und wir können vorstellen, mit was für Ärger wir dann konfrontiert werden. So, dann fliegen wir jetzt noch einmal ein bisschen rundherum. Schauen nach, ob wir noch irgendwas finden. Und ansonsten holen wir noch den Chinch ab, den wir oben noch ausgelassen haben. Und noch weiter oben. Hier irgendwo sind wir auch noch ein Puzzleteil versteckt. Wir müssen nur halt finden, wo. Ach, da drüben ist es. Sehr fies versteckt auch auf einer dieser Pflanzen. Ich glaube, damit nur gezeigt wird, dass eben die dich zuschnappen, wenn man eine Biene isst. Und ins Wasser könnt ihr mit der Biene auf jeden Fall nicht, die sind allergisch. Wenn man aber es trotzdem versucht, steigt es gerade wieder automatisch hoch. Ah, und das extra Leben hier habe ich noch vergessen. Und dieser Robin Hood Verschnitt hat irgendwie keine Angst davon, dass er gestochen werden könnte. Naja. So, dann gehen wir jetzt raus und gehen jetzt kurz in den Sommer rein. Denn sagen wir mal so, im Sommer müssen wir jetzt weitermachen. Aber das Bienen kann mir halt dort nicht weiter, aber ich möchte jetzt auch nicht zum Bomba zurückfliegen. Und allein will ich mal schauen, ob hier oben noch irgendwas ist. Aber es sieht nicht so aus. Aber ich glaube, unter einer dieser Brücken ist etwas. Zumindest glaube ich das. Oder habe ich das schon eingesammelt? Ohne mein Zuwissen. Ach ne, hier ist. Zwar nur eine goldene Feder, aber sind wir in etwas. Also im Frühlingsteil findet ihr 20 Noten. Und zwei Puzzleteile und zwei Chinchos, oder? Nochmal in die Statistik. Jawohl, ist so. Also die Welt wird mir wahrscheinlich ein bisschen länger in Arbeit lassen. Und wie schon gesagt, die Magie ist hier effektiv. Und wie sie dann weitergeht, ist dann im nächsten Part zu klären. Also dann, bis dann. Ciao.